Lengraf wusste etwas, was Konzelhaut nicht wusste. Die Kürze des Lebens muss man bereitwillig annehmen, anstatt sie zu fürchten. Jede Generation bringt neue Stärke mit sich und bewahrt uns vor der Stagnation. When his time came, Lengraf was willing to let go, to leave his memories and body behind. He entrusted the gift of his life force, his vibrant spirit, to a worthy successor. Als seine Zeit gekommen war, war Lengraf bereit loszulassen, seine Erinnerungen und seinen Körper zurückzulassen. Er vertraute das Geschenk seiner Lebenskraft, seinen lebenden Geist, einem würdigen Nachfolger an. Konzelhaut clung to his pathetic existence like a leech. And there are others like him, who would see all the world serve as kindling, if only their flame can go on burning. Konzelhaut hat sich an seine erbärmliche Existenz geklammert wie ein Blutegel. Und es gibt andere wie ihn, die zögern würden, die Welt als Zunder zu verwenden, wenn nur ihre eigene Flamme weiterbrennen kann. Konzelhauts knowledge cannot outlive him. Konzelhauts Wissen darf ihn nicht überleben. Sie blickt dich vielsagend an. Deswegen wart ihr hinter dem Phylakterium her, um es zu zerstören. More than that. To ensure it could never be replicated. Mehr als das, um sicherzustellen, dass es niemals nachgebaut werden kann. You yourself could easily have become the latest tool in Konzelhaut's efforts to thwart the wheel and place himself beyond the reach of time. Du selbst hättest ganz leicht zum jüngsten Werkzeug von Konzelhauts Bemühungen werden können, dem Rad ein Schnippchen zu schlagen und sich des Einflusses der Zeit zu entziehen. You would have used your very essence for fuel. A lesser death than you deserve, I think. But you made it out. Er hätte deine Essenz als Treibstoff eingesetzt. Einen solchen Tod hast du nicht verdient, aber du hast es herausgeschafft. In truth, I am glad you came. It saves me the effort of chasing you. In Wahrheit bin ich froh, dass du gekommen bist. Das erspart mir die Mühe, dich zu jagen. Warum ist das Phylakterium so gefährlich? Think on it. You must have seen how desperately Kith cling to their lives. What measures they're willing to take to ensure theirs is the consciousness that lingers longest. Denk darüber nach. Du hast doch gewiss gesehen, wie verzweifelt Gestandene sich an ihr Leben klammern. Welche Maßnahmen sie zu ergreifen bereit sind, um sicherzustellen, dass ihr Bewusstsein am längsten verweilt. The phylactery was to be Konzelhaut's great triumph over death. All the evil that Kith have done in search of falsehoods would pale in the face of what they will do for the truth. Das Phylakterium sollte Konzelhauts großer Triumph über den Tod sein. All die bösen Taten, die Gestandene begangen haben, weil sie Lügen hinterhergejagt sind, sie würden verblassen gegenüber dem, was sie für die Wahrheit zu tun bereit sind. Ich bezweifle, dass alle dazu bereit wären, ihren eigenen Schädel zu zerschneiden, so wie Konzelhaut es war. It only takes one. Einer reicht. Konzelhaut und ich waren nicht unbedingt Freunde. And for killing him at least I do thank you. But you should not have interfered. Commander Balerion would have brought me the phylactery. All of this could have been avoided. Zumindest dafür, dass du ihn getötet hast, danke ich dir. Aber du hättest dich nicht einmischen sollen. Kommandant Balerion hätte mir das Phylakterium gebracht, als all das hätte vermieden werden können. Warum hast du überhaupt die Männer des zerrissenen Banners angeheuert? Discretion. It would hardly have been ideal to fly in atop Gavinerkos and get the attention of every dragon hunter in the region. Diskussion. Es wäre kaum ratsam gewesen, auf Gavinerkos angeflogen zu kommen und jeden Drachenjäger in der gesamten Region auf mich aufmerksam zu machen. I'd heard the Bannermen were competent. It turns out that you're more competent. Ich hatte gehört, dass die Männer des zerrissenen Banners kompetent wären. Aber wie sich zeigte, bist du noch kompetenter. Warum arbeitest du mit solchen Kreaturen? These two? They're quite young, but already appallingly bright. Diese zwei, sie sind recht jung, aber trotzdem schon erschreckend klug. There's no greater aim than to leave behind a lasting legacy, to teach those who will learn. Es gibt kein größeres Ziel, als ein dauerhaftes Vermächtnis zu hinterlassen, jene zu unterrichten, die zu lernen bereit sind. Lengraf's teachings are interesting. Lengraf's Lehren sind interessant. We will strengthen our souls as they do. Morgehirn will be our home for eons. Wir werden unsere Seelen ebenso stärken, wie sie es tun. Morgehirn wird viele Eonen lang unser Zuhause sein. Warte, hilf mir zumindest es zu verstehen. It'd be a shame to die confused. Es wäre schade, verwirrt zu sterben. It's not as if you'll understand for very long, but as you wish. Du wirst es zwar ohnehin nicht lange verstehen, aber wie du wünschst. Besitzt du mehr als Lengrafts Titel? Was ist mit seiner Erinnerung? Seine Erinnerung, sein Bewusstsein, sie sind mit ihm gestorben, aber seine Stärke bleibt. Als Wächterin weißt du doch inzwischen hoffentlich, dass manche Seelen mehr Stärke besitzen als andere. His knowledge we secure in the usual way.
It is my hope that we will someday spread Lingroth's teachings beyond our numbers. Sein Wissen sichern wir auf die übliche Art. Es ist meine Hoffnung, dass wir Lingroths Lehren eines Tages über unsere eigenen Reihen hinaus verbreiten werden. Your books are too small to read. Better to learn it in song. Deine Bücher sind zu klein, um sie zu lesen. Es ist besser, alles als Lied zu lernen. Als Lied? No, no singing. Nein, bitte nicht singen. Der Drache hat die Kiefer. Wie bist du zu Lingroth geworden? A great deal of study and a little magic. Once a suitable candidate has been selected, their predecessor gives up his life and essence. Durch viel Lernen und wenig Magie. Wenn ein geeigneter Kandidat ausgewählt wurde, gibt der Vorgänger sein Leben und seine Essenz ab und die Seele wird übertragen. I studied for many years and was selected. But at any step, I might have turned away, buried myself in common living. My choice was to stay. Ich habe viele Jahre lang studiert und wurde auserwählt, aber ich hätte bei jedem Schritt entlang des Weges entscheiden können, fortzugehen, um mich in einem gewöhnlichen Leben zu vergraben. Ich tat es nicht. Und das fandest du nicht unnatürlich? Not at all. The energy of souls is a natural force all around us. Every being leaves traces of their passing, even as their essence finds root in new soil. Ganz und gar nicht. Die Energie von Seelen in eine natürliche Kraft, die uns überall umgibt. Jedes Wesen hinterlässt Spuren seines Ablebens, auch wenn seine Essenz Wurzeln in einer neuen Erde schlägt. We accept that the cycle exists and that death will come. It is what we leave behind that matters. A life bettered by our efforts. Wir erkennen an, dass der Kreislauf existiert und der Tod kommen wird. Was zählt ist, dass wir zurücklassen, ein Leben, das durch unsere Bemühungen besser geworden ist. Wo sie recht hat. Wenn sie recht hat. Ja, aber ich habe im Sumpf ein paar deiner Opfer gefunden. Intruders mostly. How pleasant it would be to live in a world where nothing unfortunate ever happened to those who didn't deserve it. Don't you think? Eindringlinge hauptsächlich. Wie angenehm wäre es, in einer Welt zu leben, in der denen, die es nicht verdienen, niemals etwas Unerfreuliches widerfährt. Meinst du nicht? That would be dreadful. Das wäre grauenhaft. Okay. Nette Drachen. Waren Konzlaut und du schon immer Feinde? No, not at all. Oh, he and the original Lingroth were distantly aware of each other, I'm sure, being masters in their field. Nein, ganz und gar nicht. Oh, und der ursprüngliche Lingroth... Oh, er und der ursprüngliche Lingroth wussten gewiss zumindest voneinander, nachdem sie beide Meister auf ihrem Gebiet waren. I learned of his obsessions too late. Perhaps if we'd been on better terms, I could have convinced him to reconsider. Ich habe zu spät von seiner Besessenheit erfahren. Vielleicht hätte ich ihn überzeugen können, es sich anders zu überlegen, wenn wir ein besseres Verhältnis gehabt hätten. Too late in any case. Zu spät jedenfalls. Und was machst du hier draußen? Because it's quiet. Out of the way. The local wildlife keeps out the rabble. Naja, hier ist es schön ruhig, abgeschieden. Und die Tiere halten den Pöbel fern. Sie lacht. Ja, und mit zwei Drachen wird es wahrscheinlich noch ruhiger. I've never minded being out in the open air. But some of the apprentices found it difficult at first. But a bright young mind that can't survive contact with blood and dirt will fare very poorly in this world. Mir hat es noch nie etwas ausgemacht, an der frischen Luft zu sein. Für einige Lehrlinge war es anfangs schwierig, aber ein kluger, junger Verstand, der keine Berührung mit Blut und Schmutz überlebt, wird es in dieser Welt nicht weit bringen. Und das war es, was ich mich gefragt habe. A curious mind is a gift. Perhaps your soul will retain that quality. Ein neugieriger Verstand ist ein Geschenk. Vielleicht behält deine Seele diese Eigenschaft bei. Und wenn ich euch einfach das Phylakterium überlasse? We could simply take it from you. After. Wir können es dir einfach wegnehmen, wenn du tot bist. Okay, ich will nicht dafür verantwortlich sein, jeden Drachen im Dürrwald getötet zu haben. Ihr werdet es mir aus den kalten, toten Händen reißen müssen. Ich kann nicht widerstehen. Was passiert, wenn ich das nehme? That would be a pity. Das wäre ein Jammer. We are not frightened of this one. Wir haben keine Angst. Kann ich das nochmal nehmen? We could simply take it from you. Wir können es dir einfach nehmen, wenn du tot bist. Ja, ich versuche das auf zivilisierte Weise zu lösen. Yes. It feels a little macabre for my tastes. Like the Stelgar with a hair. Ja, es fühlt sich ein wenig makaber an für meinen Geschmack. Wie Stelgar mit dem Kaninchen. Wie kann ich dich überzeugen, dass ich keine Gefahr bin? Oh, I believe that already. It simply doesn't change anything. Oh, das glaube ich dir jetzt schon. Es ändert nur einfach nichts.
Und wenn ich schwöre, das Geheimnis des Phylakteriums zu wahren? You would do that? You and I would be the only Kith in all Aora to understand Consulhoth's work. Das würdest du tun, du und ich, wir wären die einzigen Gestandenen in Aora, die Consulhoths Arbeit verstehen. That would be a heavy secret to carry. It would be very tempting to set it down again. Ein solches Geheimnis wäre eine schwere Last. Du wärst gewiss versucht, sie wieder abzulegen. Bei meiner Ehre, ich schwöre es. Ich gebe dir mein Wort. Niemand wird es je erfahren. Ich rede allgemein nicht viel. Ich gebe mein Bestes. Also für uns als Paladin ist eigentlich das Erste die treffendste Antwort. Deswegen, bei meiner Ehre, ich schwöre es. That's usually a worthless expression. But not in your case. Das ist meist eine wertlose Floskel, aber nicht in deinem Fall. Perhaps there is a way. Vielleicht gibt es einen Weg. A pact, if you will. Ein Pakt sozusagen. If you truly mean to keep the secret of the phylactery to yourself, we can seal the oath with an exchange. A small transfer of soul essence. Wenn du das Geheimnis des Phylakteriums wirklich für dich behalten willst, können wir den Eid mit einem Tauschgeschäft besiegeln. Einer kleinen Übertragung von Seelenessenz. I would possess a glimpse of your abilities. And you, a taste of Lingroth's wisdom. Ich würde einen Einblick in deine Fähigkeiten bekommen und du würdest eine Kostprobe von Lingroths Weisheit erhalten. Mit Seelenessenz meinst du? Just that. Nothing untoward, I assure you. Nur das, nichts Unheimliches, das versichere ich dir. Irgendwie ist mir Lingroth ja sympathisch. Von allen Erzmagiern. Ist sie auch im zweiten Teil. Ich nehme an. Good. Then come closer. And we'll see it done. Gut, dann kommen wir für vollführen den Austausch. Als Lingroth die Hände vor dein Gesicht nimmt, spürst du einen schwachen Verlust. Du glaubst, etwas vergessen zu haben, aber du erinnerst dich nicht an was oder warum es dich kümmern sollte. Andere Erinnerungen nehmen den Platz ein. Keine Bilder und Ereignisse, aber ein Quell der Informationen über Jahrzehnte gesammelt. Du fühlst dich durch die Entdeckung belebt, mächtig. Are you different? Bist du anders? Gafonerkos blickt auf dich hinab. Sie riecht anders. Borisulfus hält die Nase in die Luft und schnuppert. There. It is done. So, es ist vollbracht. Lingroth wirkt unverändert, von ihrem zufriedenen Lächeln abgesehen. I hope much good comes from our alliance. To that end, a parting gift. Ich hoffe, dass viel Gutes aus unserer Allianz erwächst. In diesem Sinne ein Abschiedsgeschenk. Sicherheit deiner Festung hat sich um 5 erhöht. Geh in Frieden, meine Freundin, möge der Geist Lingroths dich leiten. Talisa hat mentale Stärke erhalten. Oh, 2 Sumpfdrachenschuppen haben wir auch gekriegt. Und ein großes Festungsabenteuer. Manea, kümmere dich drum. Das heißt, wir können jetzt endlich Ideas. Ja. Auf legendär verzaubern. Das heißt, Idea darf seine Rüstung wieder tragen. Dich können wir nicht legendär machen. Unsere Waffe sowieso nicht. Können wir dich? Du bist hervorragend. Na, dann möchte ich dich nicht unbedingt. Dich können wir auch nicht. Dich sowieso nicht. Du ins Bogen vielleicht. Ist auch schon hervorragend. Sekundärer Schaden können wir nicht mehr reinpacken. Alofstab, nee, bringt auch nichts. Ja, auch wenn wir das Ding schon hervorragend... Oder es war hervorragend? Machen wir das Ding noch legendär. So. Für irgendwas brauchen wir die Schuppen. Und wir haben immer noch Konzlautschädel. Ach so, das ist auch noch ein Begleittier. Nee, danke. So, damit haben wir das auch abgeschlossen.
Gibt es einen direkten Weg raus oder müssen wir erst außenrum wieder? Ich glaube, es gibt einen direkten Weg raus. Fahrt nach Norden, ja. Ist ja gut, dass wir das so gemacht haben. Das heißt, vom Maurik Imven geht's direkt ins Ulmen Cup. Denn Leute, wir nähern uns dem Finale.